Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Landwirtschaftssimulator 2015 hier auf dem Jägerhof. Ja, wir waren ja im Moment dabei, hier die ganzen Felder abzuernten. Es gibt mittlerweile einen neuen Mod, den gibt es auch mittlerweile als Modvorstellung bei uns. Ich mach's ja ungern, aber ich zeig's euch jetzt einmal, was ich meine. Also, nehmen wir mal ein kleines Stück. Ich sollte mir ab jetzt sparen, durchs Korn zu fahren, denn wie ihr seht, wir sind weg. Wie gesagt, dann die Modvorstellung dazu. Na. Wo willst du denn hin? Die Modvorstellung zu diesem Mod gibt es auch bei uns auf unserem Kanal. Endlich ist er da. Ich habe lange drauf gewartet. Weil upsala. Jetzt müssen wir eben hier die ganze Konsole wieder ausmachen. So. Ich habe lange drauf gewartet, denn ich hatte mir eigentlich gewünscht oder gehofft, dadurch, dass man jetzt hier ja auf Haarspuren schon vom Spiel selber aus hat, dass das auch im Korn so wäre. Sie besitzen das Feld nicht. Ich glaube doch. So. Na, Junge, komm. So. Deswegen, ich habe eigentlich gehofft, dass es das Ganze vom Spiel aus her mittlerweile gibt. Aber nein, jetzt ist er aber zum Glück da, der Mod, der unseren Realismus etwas vortreibt. Endlich, man fährt durchs Korn und das Korn ist kaputt. Und das finde ich einfach genial. Das ist, es macht es halt einfach viel realistischer. Denn es ist ja im echten Leben auch so, wenn ich da mit einem Traktor durch ein Maisfeld heize, ist da, wo der Traktor hergefahren ist, hat Mais kaputt. Und das geht jetzt zum Glück hier auch wieder. So, wir müssen mal gucken. Du bist fertig. Das ist sehr schön. Ne, bist du nicht. Ah, und jetzt haben wir schon den ersten Fehler, denn ich muss jetzt nämlich hier durchheizen. Und das wird wahrscheinlich an dieser Stelle schon das Korn kaputt machen. Glaube ich zumindest. Also hundertprozentig wissen tue ich es nicht. Das werden wir dann sehen, ob hier zwei Streifen kaputt bleiben. Das heißt, wir müssen jetzt immer etwas anders denken. Wir müssen erst düngen und dann säen. Was ja vorher eigentlich relativ wurscht war. Da müssen wir uns jetzt leider Gottes dran halten. So, haben wir den. Dann holen wir mal unsere Sämaschine. Hier nach oben. Können wir da schon mal die Startlöcher stellen. Oh, den Spaß machen wir uns mal aus. So. Das heißt, wir müssen uns jetzt auch immer einigermaßen ranhalten mit dem Abtanken. Denn kaputtes Korn bedeutet kein Geld. Und kein Geld bedeutet, wir kommen nicht weiter. So. Tanken wir den guten mal wieder ab. So. Ja, wir können zwischendurch dann auch mal zu unserem Missionsschild dann wieder hindümpeln. Dadurch, dass wir das ja so klicklich, oder ich ja klicklich versagt habe. Ich war ja wieder zu blöd zum Lesen. So ein bisschen was haben wir ja. Vielleicht gibt es da irgendwie noch den klein passenden Auftrag dazu. Jetzt gucken wir mal, wo haben wir denn einen in der Nähe hier. Da oben. Fahren wir mal zur Gaststätte. Wie gesagt, wir müssen jetzt halt immer den Drescher ein bisschen im Auge behalten. Dann fahren wir hier den Berg runter. Dass wir den passend abtanken. So. Fahren wir hier mal hoch.
Beziehungsweise wahrscheinlich quält er sich hier wieder hoch. Oh ne, doch nicht. Denn in unserem Multiplayer-Spiel haben wir es mittlerweile festgestellt. Also ich glaube, die Folge ist noch nicht draußen, in der es vorkommt. Damit kann man eine Menge Geld machen. Für recht wenig Arbeit. Gucken wir mal. Glühen im Dunkeln, UV-Lampen, so eine... nö. Gut, dann müssen wir mal noch ein bisschen warten. Auf was haben wir denn die Zeit da eingestellt? Auf alle 2 Minuten, okay. Also, müssen wir gleich nochmal gucken gehen, ob wir eine neue gekriegt haben. Welche, die wir jetzt auch bedienen können dann. Weizen wäre schön, irgendwie so, keine Ahnung, 23.000 Liter, also 23 Tonnen oder ähnliches. Denn wenn wir da schnell genug sind, ist das eine Menge, Menge Geld. Und die wir da wohl für kriegen. Und das sollten wir dann doch nutzen. Na komm, Enddrescher schon. Fahren wir ein bisschen schneller. Mit dem Düngen müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen warten. Ist halt enorm schnell und der braucht noch 1, 2 Bahnen und ein bisschen was. Also nach der Bahn können wir den Dünger dann von mir schon losschicken. Das müsste, glaube ich, dann reichen. So. Schleichen wir mal wieder neben den. Machen den einmal leer. Ich glaube, dann können wir den Spaß auch eben ins Silo bringen. Oh, wobei, ja, nö, das ganze Feld passt noch rein. So. Fahren wir hier schon mal weg. Ja, wie gesagt, schönes Skript. Also das macht uns hier jetzt noch etwas interessanter. Eben darauf zu achten, dass wir eben nicht ins Feld fahren. An. Und ich kann mal da direkt hinterher schicken. Heute müsste, glaube ich, stimmen. Sieht gut aus. So. Ja, wie gesagt, und ab jetzt sollten wir dann nicht mehr über die gesegnete... Oh, da lässt er aber doch in unserer Ecke stehen. Naja. Sollten wir jetzt nicht mehr übers Feld fahren. Denn alles, was die Sämaschine durch hat, ist dann kaputt. Ich glaube, man kann das Skript erkennen. Ich weiß nicht, ich hoffe, man sieht das im Video. Da hinten die... die grünen Stellen, da wo die Fahrtrinnen waren. Vermute mal, dass die dieses Skript macht, weil die wären normalerweise, glaube ich, nicht da. Aber da bin ich mir halt eben nicht hundertprozentig sicher. Zumindest kommt es mir so vor, als wäre mir das vorher noch nicht aufgefallen. Oh, da kommt der Dünger nämlich schon. Den halten wir jetzt mal bewusst ein bisschen auf. Ich glaube, er nimmt fast die ganze Breite mit. Wir gucken mal. Ich fahre, lass ihn mal reinfahren. Wie weit er düngt. Oh ja. Stopp, 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 stopp. Dann müssen wir erst den Drescher vorfahren lassen, beziehungsweise wir können dem jetzt hinten einfach die Geschwindigkeit vorgeben. Indem wir hier in Dreschergeschwindigkeit fahren, kommt er auch nicht näher ran. Und dann haben wir das Ganze einigermaßen gedreichselt.
So. Somit ist der Drescher auch fertig. Die stellen wir mal eben hier hin. Dann steigen wir mal eben aus und latschen unseren Drescher, tanken den eben ab und fahren dann hoch zum nächsten Feld. Na komm mal leer. So. Fahren wir den mal hoch. Ne, ordentlich hier alles zusammenklappen. In den Fahrtmodus wechseln. Ja, ich habe für den jetzt hier noch keinen Schneidwerkswagen gekauft, weil dafür reicht's Geld nicht. Also nicht wundern. Ich müsste da auch so durchkommen. So. Ja, da war noch das eine Feld, dann haben wir die alle leer. Dann können wir mal wieder mit einem anderen Korn weitermachen. Also beziehungsweise nach Raps dann wieder irgendwas anderes. Wie gesagt, wir müssen die Lager füllen, wir wollen ja die Mission irgendwie ein bisschen machen und um da noch schnell an oder auch schnell an Geld zu kommen. So. Guck mal hier zwischen den zwei Bäumen, da kommen wir auch durch. Dann können wir den hier direkt losschicken. Ja, sie müssen das Gerät erst aufklappen. So. Ja, wir können mal eben hier nochmal in die Anzeigetafel springen. Gucken wir nochmal rein. Raps. Ja, super. 22 Tonnen. Wir haben, glaube ich, 0. Ne, aber 5000. Das reicht leider nicht. Schade. So, wir haben 89%, das heißt, ich werde den erst nochmal leer machen gehen. Bevor ich da hochfahre. Und wie ihr seht, wir brauchen dringlichst größere Traktoren. Deswegen auch die Mission jetzt nebenbei gemacht, damit wir eben uns die Traktoren etwas schneller leisten können. Denn wenn da so eine 70-Tonnen-Mission kommt, man dann 10 Minuten Zeit hat und man dann alleine schon für einen Weg 3 braucht, wird es schon eng. Und dann bleibt da nicht so viel über. Ui. Nie auf Feld rutschen. Das ist dann kaputt. Aber jetzt müssen wir uns schon ein bisschen beeilen, je nachdem wie... Ach, seht ihr, da hinten ist sogar Weizen drauf. Wir mussten so oder so auskippen. Gut, dass ich jetzt nicht erst noch hochgefahren bin. Ich war erst mal überlegen, ob ich es vielleicht noch reinkriege. So. Ich hoffe, den kriegen wir jetzt gleich noch irgendwie so abgefangen, dass wir nicht in das Korn fahren müssen. Ansonsten müssen wir dann einmal den Drescher umbewegen. Ja, nichtsdestotrotz, während ich auf dem Weg zum Feld 38 bin, wir sind schon wieder am Ende unserer Folge. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht und ihr seid bei der nächsten Folge wieder dabei. Ja, ich würde dann sagen, bis denne.